Na, oh Menschen und herzlich willkommen zu dieser netten kleinen Folge Among Us. Heute wieder meine kleine feine Folge mit einer Anmoderation, denn ich möchte euch sagen, bevor ihr hier ein Abo oder irgendwie ein Like oder so geben sollt, schaut doch bitte einfach hier auf Twitch vorbei. Denn dort existieren diese Runden, dort werden sie gespielt und weit mehr gespielt, als ihr hier auf YouTube sehen könnt. Dementsprechend, wenn ihr es live mal erleben wollt, momentan ist jeden Donnerstag, jeden Sonntag und jeden Freitag zu verschiedenen Uhrzeiten Among Us. Donnerstags von 19 bis 21 Uhr, sonntags von 19 bis 21 Uhr, freitags von 20 bis 22.30 Uhr. Und dienstags ab und zu mal ab 20 Uhr. Das Ganze hier ist also im Stream entstanden. Wenn ihr es also öfter sehen wollt, schaut gerne im Stream vorbei. Und jetzt viel Spaß mit der Runde. Wenn ihr das Video bewerten wollt und abonnieren wollt, kann ich euch nicht aufhalten. Aber mir wäre es wichtiger, dass ihr hier reinfolgt. Ne? Bis dann im Stream. Aha. Aho. Ich müsste in der Nähe von Smaggy bleiben, damit er mich erschießen kann, wenn er Sheriff ist. Aber gleichzeitig möchte ich auch nicht in der Nähe von Smaggy bleiben, damit er mich nicht erschießen kann, wenn er böse ist. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe nichts dagegen, wenn er sich an mir erschießt, aber ich hätte es jetzt nicht so Bock drauf, dass er mich erschießt, wenn ihr versteht. So, das ist, ich weiß, es ist ein sehr komplexes Thema, weil bei dem einen habe ich Spaß und bei dem anderen habe ich auch Spaß. Aber halt einen anderen, also eine andere Art von Spaß, würde ich sagen. Oh. No. Ich wollte auch gerade reporten. Du wolltest erst wahrscheinlich reporten. Ja, wo genau denn? Claire liegt zwischen Comms und O2. Katze steht wie immer drauf, wie immer. Hä, was? Nein, ich bin im Medbay. Nee, du standst auch Hä, ich da bin im Medbay. Ich stehe in Medbay bei Faru zusammen. Lass mich doch mal reden, Dasha. Ja, okay. Katze, Vlesk, Maimel und ich, wir waren alle in O2. Katze und ich laufen raus und da lag Claire schon. So. Danke. Aber Katze liegt ja. Wo? Unten O2 draußen? Ja. Yes. An der Wand. Ah, okay. In Ordnung. Aber, dann dürfte Vivi aber auch raus sein, weil Vivi kam gerade von oben runter. Ja, also von Elektro. Aber sagt Stugi nicht, dass Katze im Lab ist? Ja, ja, bin ich ja auch. Ja, ah, okay. Ich bin mit Faro zusammen im Lab gerade drin. Ja. Falsch. Ja. Aber neuer Versuch vielleicht. Ich bin mit Faro zusammen gerade in Communications Weapons drin. Sag Weapons. Auch falsch. Nee, Weapons. Faro liegt steht bei Tersa als Chamäleon auf der Leiche. Faro liegt auf der Leiche. Nein, steht. Faro, warum legst du dich da einfach hin? Jetzt wird's schwierig. Alter, ich bin mit noch, ich habe Faro AFK im Dropship beschützt. Nein. Genau, richtig. Jetzt haben wir das. Glaube ich, hab ich geschafft. Weil Vivi, Test und ich waren die Letzten, die losgelaufen sind vom Dropship, glaube ich. Vivi, Test und du. So, Test ist tot. Ja, Sakuri stand auch noch oben, aber Terste, also wie gesagt, ich bin mit Vivi runter Richtung Electrical. Sie ist draußen stehen geblieben und ich wollte zum Lichtfix. Aber das wurde vom Engineer gefixt. Also ich muss auch sagen, ich würde Katze hier wirklich hart proven. Ganz so. Kurz, also Katze hier. Office ist fürs ganze Runden safe. Nicht, das ist jetzt 5 Sekunden. Ja, ja, Claire ist schon wahrscheinlich dann länger tot, wie Knechti schon sagte. Das. Der hat Test einmal gewonnen und ihr tötet ihn wieder direkt, finde ich gut. Ja, jetzt hat er Zeit, die Runde noch richtig zu kommentieren. Ach komm, da geht mehr, Leute, da geht mehr. Das war eine gute Lüge, ich bitte euch. Ich habe nichts getan. Ja, meine 2 Worte reichen halt nicht. Das ist ärgerlich. Ärgerlich. Und Leute, die Among Us nur bei anderen Leuten gucken, dann auf einmal wieder so, warum spielt der so, wenn der keinen Bock auf Among Us hat? Dann soll er es lassen. Ist immer wunderschön. Keine Leiche. Oh, Leiche, frische Leiche. Hui. Hello there. Lass mich fragen, liegt irgendwo ein Lab. Oh, ich weiß gar nicht, wo er liegt. Ich habe den einfach nur vorhin geninja-markt und habe ihn dann gekillt. Könnte sein, ja. Ach, ja, macht Sinn, verstehe ich. Nee, der hat halt hier Heckmeck bei mir gemacht. Der hat halt gesagt, ich wäre da nicht, wo ich war. Und dann... Hast du ihn einfach getötet? Ja, aber ich glaube wirklich, ich war unten Eingang-Lab.
Ich war unten Eingang. Das Ekmek ist türkisch und heißt Brot. Ekmek. Ekmek bedeutet Brot. Ekmek. Bild. Ich hab Brot. Ekmek, hab ich doch gesagt. Aber auch kann, anpflanzen. Das macht man nicht. Man tötet keine Leute. Also, natürlich. Zu meiner Verteidigung, ne? Nee. Ich bin großer Naruto-Cosplayer. Was hast du jetzt gegessen, Joshi? Joshi, du hast mir nicht wirklich geglaubt, oder? Das ist... Ja, Knecht hier rausnehmen. Ja, Maimel stand auch noch zwischen uns. Ah. War unten bei Weapons noch drin. Ja. Ich kann nicht... Kann es sein, dass Vivi nicht angezeigt wurde? Wie? Weil ja. Vivi war nämlich eben gerade im ersten Meeting noch nicht tot. 20 Zwerge zeigen anstatt 10. Stimmt, ja. Vielleicht hat es nicht geschafft. Ja, also ich habe Dasher gefunden am Eingang Lab. Ich bin übrigens nicht... Ja, und ich glaube auch zu wissen, wer es gewesen sein könnte. Naja, von dort könnte. Mir entgegengekommen ist Maggie. Ja, also Smaggy war oben und Faro ist auch gerade hochgelaufen. Ciao, Faro, mach's gut. Ja, Faro, nein. Ich bin im Cage. Ich war neben Stugi sogar. Stugi ist auf keinem Cage. Smaggy, du bist mir gerade eben entgegengekommen über Storage von Mad aus. Das Problem ist, ich durfte... Nein. Ja? Na, zum letzten Kill, wo ich Terse gefunden habe, eigentlich, hatte ich ja auch leider gar nicht sagen können, aber da hatte ich halt auch was. Also, da würde ich auch eher Smaggy vermuten. Deswegen wäre für mich jetzt auch diese Runde. Nein, ich bin mit Stucki gerade im Cage gewesen. Und Weapons. Die Weapons. Und Knechti. Also, ich bin gerade an Lifelines. Also, ich vote hier mich einfach, weil ich das Chesterplay weiter durchziehen will. Ich krieg 2 Votes. Oh, ich hätte jetzt gern einen Tiebreaker, dann flieg ich. Tiebreaker, 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 Tiebreaker. Deswegen habe ich ja auch nicht gewotet. Jetzt bin ich traurig. Holy shit, wenn Marie wirklich dachte, ich bin Ninja und hat mich dann rausgeessen wollen. Oh nein, die Arme. Ich glaube, dadurch, dass 2 geflogen sind, waren hier Leute am Hackmack machen. Ich glaube und hoffe, dass das so war. Also, ich wollte sie nicht hops nehmen. Also, ich gehe auch nicht davon aus, um ehrlich zu sein, dass Marie da reingegessen hat. So, bei Faro kann ich es mir vorstellen, dass er denkt, dass Marie mich saven möchte zum Beispiel, aber... No. Okay. Okay, eben gerade ist noch Camo angegangen. Ja, ich wollte gerade sagen, Camo ist gerade auch noch angegangen. Wer kam mir gerade entgegen? War es Knechti, oder? Nee, Knechti? Ich bin nochmal unten Weapons. Ich musste meine Weapons-Task noch fertig machen. Okay, aber haben wir einen Morphling drin? Abgesehen vom Camo, oder haben wir noch eine zweite Rolle drin? Wissen wir schon die zweite Rolle für Imposter? Ich glaube nicht. Weil Knechti war gerade auf jeden Fall bei mir oben am Stehen, wenn ich gerade nicht komplett lost bin. Kann aber auch sein. Nee, der liegt unter dem Bohrer. Ah ja, okay, ja. Ich stehe gerade vor der geschlossenen Tür und laufe da gerade rein. Also will da gerade die Tür öffnen, sagen wir es so. Also links, an Med Bay. Aber das müsste der VIP gewesen sein, oder nicht? Ich bin gerade Specimen tatsächlich. Und jetzt unter Redikon wieder rein, wo der Flash kam. Das Problem ist, ich kann euch leider auch gerade sonst keine weiteren Infos geben. Ja, ich habe das Problem, dass ich es gerade nicht hundertprozentig verstehe. Wir könnten noch 2 Imposter und Jakal drin haben, aber ich weiß selber nicht mehr, ob ich Jester bin oder nicht. Das bedeutet, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wer jetzt wie wo wirklich schuldig sein könnte. Sakuri, aber wer hat denn wen wo gesehen? Ja. Ich kann euch sagen, ich war in der Lifeline. Alleine. Beide sind gleichzeitig gefallen, ne? Also es könnten die Lover gewesen sein. Du kannst nicht VIP-Lover sein, oder? War ein VIP, ich hab ja, es war ein VIP, deswegen. Ich war in Dings drin. War ein VIP. Nee, kannst du nicht. Ist beides ein Modifier. Ja. Also, ich würde hier am liebsten skippen, weil ich will gar nicht rausfinden, ob Marie mir geglaubt hat oder nicht. Ich weiß nicht. Also, Knechti, Ja. First Round haben wir Stugi gefunden. Währenddessen Klör gefunden. Währenddessen rechts oben Terz, der irgendwo tot war, bedeutet entweder bist du der Jakal in dem Szenario oder unschuldig. Aber ich bin unschuldig. Können wir jetzt skippen bei 5? Hä? Nee, sollten wir auch nicht. Ne, eben. Hä? Ja, ja. Was sagst du? Deswegen voten wir Smaggy und gucken, ob Sakuri uns playt oder nicht. Tu ich nicht. Er ist mir halt auch bei einem Kill entgegengekommen, ne? Das, meine Damen und Herren, ist die Definition eines sogenannten
Problems. Ja, schlecht. Es muss theoretisch Knechti sein. Aber den Knechti kriege ich umlaufen. Nein! Ich bin nicht mehr weggekommen. Ich war ein Feini. Ich hab das gut genug gespielt mit meiner Rolle. Ja. Wir haben Smaggy Oh, Smaggy war böse, okay. Ja. Lol, ich hab den Ninja korrekt gecallt. Oh no. Das wo kamst du gerade her, Knechti? Oh no. Von unten. Und du hast direkt reportet? Oh oh. Ja. Dann ist Sakuri nach oben Richtung Wend gelaufen, ist einfach stehen geblieben im Camo. Und wenn du von unten reportet hast, dann muss es Sakuri sein. Das ist komplett falsch, weil ich an der Lifeline stehe und sogar gesehen habe, wie er gestorben ist auf Lifeline. Und ich habe mich die ganze Runde nicht wegbewegt. Das hast du schön gesagt. Das ist sowas von gelogen. Das ist nicht gelogen, denn Feine Katze ist sogar noch dran vorbeigelaufen bei mir. Also das Problem ist aber, also ich weiß nicht, zwei, drei Sekunden, ich glaube nicht, dass es ein Bait war, aber einer ist quasi im Camo über die Leiche nach oben links gelaufen. Wenn er gerade unten reportet hat, dann kannst du nicht oben reportet haben. Dann bist du's. Ja, okay. Definitiv. Das ist so ja, klar, natürlich. Ist blöd von mir. Jetzt, aber sagst, wenn ihr die Runde, also wer auch immer von euch noch gut ist, oder ich weiß ja nicht, ob ihr beide böse seid, aber ansonsten wastet ihr die. Also, weil ich habe eine gute Rolle. In einem Lügenspiel ist das natürlich extrem glaubwürdig. Ja, aber ich kann nur sagen, was ich gesehen habe. Und das ist, dass ich gerade vor 2 Sekunden Feine Katze nur mein Blickwinkel. Ich kam gerade oben rein und ja, aber wo oben? Also du sagst mir ja nicht mal wo. Beim Electrical reingekommen, dann lag die Leiche da. Einer ist nach oben im Camo gelaufen, war oben am Stehen, kann also nicht reportet haben. Knechti muss also von unten reportet haben, wie er gesagt hat. Das heißt, im Endeffekt ist nur eine Person weggelaufen davon und es gibt nur noch eine Person, abgesehen von Knechti, der reportet hat und mir. Ja, aber das ist eine schöne Geschichte, die du gerade erzählst. Also kannst du es genauso gewesen sein. Ganz einfach. Hast du ihn jetzt gut eingekauft, außer ihr seid beide böse. Wie habe ich denn das noch geholt? Oder das ist der typische ich weiß Bait in nicht Camouflage. Bait in Camouflage. Hä, wie? Bait! Ja, aber er war wirklich Bait mit drei. Oh mein Gott. Ja, klar, er hat ja einen Camo reported und das macht man halt eigentlich nicht, außer man tippt den Bait. Ja, aber ich habe ihn ja nicht gesehen, weil er noch in Camo war. Es war ja, aber keiner reportet in Camo. Und solange Camo an ist, ne? Eieieiei, Maibel. Maibel.